Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, der Franz Beckenbauer, was hat der mit Wintersport am Hut? Ich weiß jedoch, dass Sie seit Jahren wirklich ein Wegbegleiter sind, ein Treuer von der Christa Kinshofer, Ihre Ideen immer mit Rat und Tat unterstützen. Und ja, eine Idee, eine Vision ist tatsächlich zur Wirklichkeit geworden letztes Jahr, und das ist die Christa Kinshofer Skiklinik. Wie stehen Sie denn zu dem Ganzen? Was ist so Ihre Meinung, Ihr Eindruck bisher? Ja, erstens einmal finde ich es großartig, wenn sich eine ehemalige Weltklasse-Skifahrerin weiterhin für diesen Sport begeistert und auch aktiv was dazu beitragen kann. Und was ja das Wichtigste ist, auch beim Skifahren, das ist eigentlich bei jeder Sportart so, dass du möglichst verletzungsfrei aus dieser Sportart herausgehst, ob das jetzt Fußball ist oder Handball oder Eishockey oder sonst was. Wenn du verletzt bist, dann nützt du niemanden mehr. Und deswegen sind die Vereine oder die, wer immer dafür zuständig ist, natürlich daran interessiert, dass man sich präventiv verhält, dass man sich aufwärmt, dass man, wenn man Wehwehchen hat, dass man sich behandeln lässt rechtzeitig, dass man sich auch, wenn man keine Wehwehchen hat, behandeln lässt, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat die Christa auch den Erich geheiratet, um da auch die Verbindung weiter zu haben zur Sportmedizin. Und, nee, ich finde es großartig, was die Christa da jetzt aufzieht. Also ich, wenn ich einmal verletzt sein sollte, ist etwas spät, was diese Bekanntgabe dieser deine Klinik. Mich hat es nämlich im März, da war so ein sulziger Tag und da hat es mich auf den Pinsel gehaut. Und dabei bin ich auf die Schulter gefallen und die Schulter tut mir heute noch weh. Also ich bin ein Selbstbehandler und das war vielleicht verkehrt, hätte ich einen Spezialisten aufsuchen sollen, aber das habe ich nicht gemacht, aber es geht, ich kann meinen Arm bewegen und es geht. Also Boxen oder Ringen würde ich mir nicht zutrauen, aber das Nötige, das kann ich. Also sonst, wenn das jetzt passiert wäre, wäre ich natürlich zu dir in die Klinik gekommen, ja, aber nur mit deiner persönlichen Betreuung. Okay. Das ist die Voraussetzung. Sie haben es angesprochen, Sicherheit ist ganz ein großes Thema. Warum, Christa Kinshofer, liegt Ihnen diese Sicherheit so am Herzen? Ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Wir alle lieben natürlich die Faszination Skifahren, die Geschwindigkeit. Man hat natürlich jetzt Materialien, die ermöglichen, dass man flott fahren kann, dass man tolle Kurven fahren kann. Aber man überschätzt sich natürlich auch manchmal, weil die Pisten super präpariert sind. Ich kann mich noch erinnern, wie Glanz Medal war, da waren halt immer Mugel und Huckel. Da musste man halt kontrolliert fahren. Und heute kann man natürlich durch das neue Material und durch die Präparierung der Pisten unheimlich schnell fahren. Und darum haben wir gesagt, man muss einfach mal darauf hinweisen, wie schnell man einfach unterwegs ist. Und darum ist, glaube ich, so ein Sicherheitstest, wie wir den ja eigentlich auch machen wollten, ganz wichtig, dass man sich das einprägt, dass man doch wirklich manchmal sehr schnell unterwegs ist, ohne dass man den Skisport, den ich so liebe oder wir alle lieben, einfach zu gefährlich betrachtet. Darum ist es wichtig, dass das heute ein bisschen alles zusammenpasst. Was ist für dich sicheres und gutes Skifahren? Wie zeichnet sich das aus? Gibt es da einen speziellen Typen oder haben Sie Tipps, wie man sich wirklich gut auch verhält auf der Piste? Also ich finde halt immer ganz wichtig ist kontrolliertes Skifahren. Was heißt kontrolliertes Skifahren? Ich glaube, jeder meint, wenn er einfach den Berg runterfährt, kann er gut fahren, weil er schöne Schwünge fährt. Wichtig wäre, dass man einfach mal hergeht und Torstangen fährt, einen normalen Riesenslalom, so 20 Tore. Es gibt ja überall so Teststrecken und da sieht man mal, wie es eigentlich doch schwierig ist, rechtzeitig die Kurve zu kriegen oder früh genug zu bremsen. Und ich glaube, das ist wichtig, das sollte man schon von Kind auf lernen. Kontrolliertes Skifahren heißt auch ein bisschen Riesenslalom fahren können. Herr Beckenbauer, was für Typ sind denn Sie? So der Grad-Obi-Typ oder so gleich Einkehrschwung? Wie darf man Sie einschätzen auf der Piste? Mittlerweile sehr, sehr ruhig, dem Alter entsprechend fahre ich jetzt ganz anders als früher. Sie haben es ja schon erwähnt, mit 38 kam ich hierher nach Kitzbühel, habe angefangen Ski zu fahren. Da bin ich einem Christian Prafter hinterher gesaust, einem Toni Seiler, einem Hansi Hinterseher, einem Ernst Hinterseher und wie sie damals alle noch hießen, Leitner hieß, ja, da musst das laufen lassen. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war ja ein Anfänger und Kraft habe ich gehabt als ehemaliger Hochleistungssportler. Also die Muskeln waren da. Angst
habe ich auch keine gehabt, da bin ich hinter die hergesaust. Ja, da ist mir nichts anderes überblieben, weil ich hätte mich sonst nicht mehr ausgekannt, weil ich sonst irgendwo verhungert. Also musste ich hinter denen hersausen. Die haben sich dann gewundert, wenn unten war ich plötzlich auch. Nach ein paar Sekunden war ich neben denen gestanden. So, wo kommst denn du ja so? Ich bin ja hinterher gefahren. So einfach ist das. Aber das hat natürlich nichts mit Skifahren zu tun. Und jetzt so die letzten Jahre habe ich gelernt, so die Bogen zu fahren. Und ich habe damals schon festgestellt, wenn die Piste gut präpariert ist, dann kannst du es natürlich sausen lassen und kannst das runter. Aber wenn dann im Frühjahr, wenn dann so die Buckel kommen, dann ist es natürlich vorbei. Dann war ich hilflos, dann bin ich da mehr oder weniger runtergerutscht, weil ich es ja nie richtig gelernt habe. Also mittlerweile fahre ich einen ganz anderen Stil, also versuche die Bogen zu fahren und auch zu genießen. Denn wenn du da runter schießt wie ein Wahnsinniger, du kannst ja nicht genießen, du bist ja nur, musst nur aufpassen, dass du keinen überfährst, ja, weil das ist halt einmal, mittlerweile sind die Skipisten auch so voll wie der Marienplatz in der Hauptverkehrszeit, also da musst du aufpassen, vorsichtig fahren, rücksichtsvoll fahren, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen mehr diese und es ist, hat auch mehr mit Skifahren zu tun, als wir dieses blinde Runterrasen. Sie haben es jetzt angesprochen, ist ein guter Punkt, das blinde Runterrasen, weil es ist ja so, man überschätzt sich und man unterschätzt die Geschwindigkeit. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel, Herr König, weil es gibt tatsächlich Werte, wo gemessen wurde, wie schnell man tatsächlich auf der Piste unterwegs ist und ganz, ganz wichtig, wie viel Meter eigentlich der Bremsweg ist. Haben Sie da Werte für uns? Weil das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht im Vorfeld nochmal zu dem, was die Christa gesagt hat, fahren nach Richtungsvorgaben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich die Kurve da mache, wo ich sie machen möchte. Dass ich auch wirklich da anhalte, wo ich anhalten möchte. Das unterschätzen sehr, sehr viele Leute. Die fahren halt irgendwie runter, so wie es der Herr Beckenbauer gerade gesagt hat, schnell hinterher. Und da haben sie wahrscheinlich nicht dran gedacht, irgendwann muss ich ja mal anhalten, weil das war ja wichtig, dem anderen hinterher zu kommen. Und da ist nicht die Kurve da gemacht worden, wo sie wollten, sondern da, wo der Vordermann die Kurven gemacht hat wahrscheinlich. Und das ist das, was sehr, sehr viele Leute eben unterschätzen. Viele Leute unterschätzen eigentlich, wie schnell bin ich unterwegs. Und wenn man da schaut, man hat im Nu 50 Stundenkilometer drauf. Und wenn man schaut, im Straßenverkehr würde kein Mensch mit 50 Stundenkilometer mit dem Moped oder mit dem Motorrad ohne Helm fahren. Ja. Das nächste ist, wie lange brauche ich denn überhaupt, um anzuhalten? Jeder weiß vom Straßenverkehr, vom Auto, Mindestabstand halber Tacho. Ist so. Daran denkt beim Skifahren kein Mensch. Jeder Mensch, die mir auf der Piste gefragt haben, was meinst du denn, wie lange brauchst du? Ja, 1-2 Meter. Mitnichten. Also mindestens 5, 7, 10 Meter, das kommt sich auf die gefahrene Geschwindigkeit drauf an und natürlich auf den Untergrund, wenn es jetzt sehr glatt ist, da helfen mir die schärfsten Kanten nichts, da rutsche ich dahin. Da brauche ich einfach ein bisschen, bis ich anhalte. Und das sind viele, viele Sachen, die sind, denke ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten in der letzten Zeit. Das war man sich vielleicht früher ein bisschen bewusster, früher, wie das noch diktatorisch gelehrt wurde, das Skifahren, wo man in Reihe und Glied gestanden ist, wo der Skilehrer immer geschimpft hatte, bitte unten abschwingen etc. Der Fuzzi hat es früher mal ganz witzig rübergebracht mit seinen Fuzzi der Pistenschreck. Im Bayerischen Fernsehen hat man das immer ganz toll sehen können. Das ist einfach in letzter Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das, denke ich, sollten wir jetzt wieder ein bisschen aufgreifen. Nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern einfach selber erfahren, selber erspüren. Wir hätten es morgen vorgehabt, mit 2 Stationen die Geschwindigkeit zu messen. Nicht derjenige, der schnellste ist, ist der Beste, sondern derjenige, der seine Geschwindigkeit richtig einschätzt. Man hat sehr, sehr schnell, wie schon erwähnt, 50 km/h, da muss der Hang gar nicht so steil sein. Irgendwann wird es dann schwierig, über die 80, 90 hinauszukommen. Das ist dann den Leistungssportlern vorbehalten, die kennen sich aus, die haben das Gefühl für die Geschwindigkeit, die haben den Schmalz, wie der Franz richtig so schön gesagt hat, auch dafür und natürlich auch das Gleichgewicht. Aber wenn man mal so 80 km/h drauf hat, dann ist die Gefahr schon relativ groß, wenn ich stürzen sollte. Und solchen Sachen muss man sich einfach wieder bewusst sein. Solche Sachen wollen wir wieder in den Vordergrund stellen und das Skifahren trotzdem noch positiv darstellen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. So wie es die Christa gesagt hat, ist es wahnsinnig schön, das Skifahren. Dies ist kurz angesprochen worden, im Leistungssport fährt man 80 km/h und schneller. Die Streif ist ja ein Steinwurf von hier entfernt, da fährt man über 100 km/h. Und jetzt eine Paukenschlagmeldung gab es letzte Woche, die Skiklinik hat es auch auf Instagram gepostet, der Airbag ist jetzt endlich genehmigt worden, ab 1.1. offiziell dann zugelassen sozusagen. Christa, wie wichtig ist es aus der Sicht eines Sportlers, also eines Profisportlers, dass man jetzt weiß, oh, jetzt darf ich ihn hernehmen, ist es zusätzlich, beruhigt einen das dann, wenn man jetzt gerade vor einer Abfahrt steht oder vor einem Super-G?
Ja, psychologisch ist natürlich ein Airbag genauso wichtig wie im Auto und den gibt es jetzt Gott sei Dank auch für die Skirennfahrer. Ab 1. Januar wird er angewandt und momentan nur im Wettkampf, also im Rennsport und später vielleicht auch für die normalen Skifahrer. Und das ist ja der Sinn und ich glaube schon, wenn man weiß, wenn man stürzt mit 100, 110 km/h, man hat nichts drumherum außer einen dünnen Rennanzug, einen Helm, einen Protektor, ist das natürlich auf jeden Fall eine Riesenstütze und eine Riesenhilfe. Und wir haben ja auch hier eine Leistungssportlerin, eine Abfahrts-Weltcup-Siegerin, die Gina Stechert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sie hat natürlich leider Verletzung, seit Januar kann sie nicht Skifahren, aber ich denke, ich kann aus deinem Gefühlen heraus auch sagen, so ein Airbag wird sicher toll und ich hoffe, dass du ihn bald wieder anwenden kannst. Jetzt sollte es den geben, Herr Beckenbauer, würden Sie den kaufen für sich und Ihre Familie oder sagen Sie, ach, für die paar Mal, wo wir gehen, zahlt sich das gar nicht aus? Ich denke, jede Erneuerung ist sinnvoll. Ja, und wir sprechen jetzt vom Hochleistungssport, die gehen ja an ihre Grenzen und wenn da was passiert, dann passiert ja immer wieder was, sind Stürze da und diese Stürze dann aufzufangen, also da sollte man alles tun, um das zu mindern. Wenn das jetzt, sagen wir mal, jeder macht, das ist ja jetzt schon, jeder fährt oder viele fahren schon über ihre Verhältnisse, jetzt haben sie einen Helm auf und sagen so, jetzt ist der Kopf zumindest geschützt, jetzt wenn der noch mit dem Airbag fährt, hinten, vorn und vielleicht noch an den Füßen oder an den Beinen, dann hat der überhaupt keine Hemmung mehr. Da fährt der runter wie ein Wahnsinniger und sagt, mir kann eh nichts passieren. Das muss man vielleicht ein bisschen berücksichtigen. Also für den Hochleistungssport finde ich es sinnvoll, für die Kinder auch. Also die Kinder, die sich ja von Natur aus überschätzen, das sehe ich jetzt bei mein Sohn, der Joel, der ist 14, der fährt wie ich damals, wie ein Gestörter. Ja, der würde vielleicht auch so ein Airbag würde den vielleicht ganz gut. Da hat er eh schon einen Rücken, wie heißt das, Rückenprotektor oder wie das heißt, hat er eh schon, ist er eh schon ausgerüstet. Also man kann das so sehen und man kann es so sehen. Ja, der ihn übertreibt natürlich dann, weil er weiß, es kann ihm nichts passieren. Kann natürlich dann auch zu Missverständnissen führen und Zusammenstößen. Ich denke, das liegt dann an einem selbst, wie er mit dieser Verantwortung umgeht. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es nicht. Aber ganz sinnvoll ist es natürlich im Rennsport. Sie haben jetzt auch ganz kurz angesprochen, der Joel, der einfach runterrast. Frau Kinshofer, Sie wissen genau, was brauchen Kinder wirklich, um präventiv Skifahren gehen zu können oder um vorzusorgen? Ja, wichtig ist für die Kleinsten, die natürlich auch geschützt werden, die klein sind, die man oft übersieht, dass sie bunte Kleidung tragen, farbenfroh, auch bequem natürlich, ganz wichtig der Helm, dass der passt mit der Brille, ganz wichtig. Man soll dann nicht einfach sagen, jetzt nehme ich den vom Bruder. Also der Helm sollte wichtig sein, sollte aktuell sein und leicht sein. Und ganz wichtig sind auch die Skischuhe, dass sie eben die Koordination der Kinder, wie sie sich bewegen, da wird man in Fachhäusern ja gut beraten. Also da sollte man schon drauf schauen. Und dass die Ski präpariert sind. Also das ist auch wichtig, denn man glaubt gar nicht, wenn man Ski fährt, die man über Jahre oder Monate vielleicht nicht präpariert hat, das macht dann auch keinen Sinn. Also das ist wichtig, dass die Erstausrüstung wirklich gut ist. Ist die bei Ihnen gut, Herr Beckenbauer? Sind Sie zufrieden oder müssen Sie dazu ein bisschen was aufstocken vom ersten Ausrücken diese Saison? Nein, ich bin da sehr zufrieden. Ich werde mit Ski versorgt. Nein, also die Ausrüstung auch. Ja, auch. Den Kindern geht es auch gut. Wir sind befreundet mit einem Sportartikelhändler in Hallein. Also wir sind bestens für den Winter gerüstet. Entschuldigung. Jetzt haben Sie es, wir haben es zuerst angesprochen, Skisicherheit, für das steht die Skiklinik. Was auch ganz wichtig ist, dass jedermann hin kann. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, denn auch Sie haben vor ein paar Jahren, sprich über 25 Jahre ist das jetzt schon her, eine der ersten Stiftungen überhaupt gegründet, die auch für jedermann ist und die läuft unter dem Motto unverschuldet in Not geratene Menschen. Diesen Menschen helfen Sie. Wie sind Sie damals, da gab es ja dieses ganze Charity-Denken noch gar nicht, was war die Vision, was war die Idee, eine solche Stiftung zu gründen? Ja, das kann ich Ihnen sagen, das war 1982, also vor 32 Jahren. Ich habe noch beim HSV Fußball gespielt. Uli, du kannst das noch bezeugen, als junger Bursch.
Und bei der Gelegenheit habe ich eine Stiftung gegründet. Stiftungszweck ist für behinderte, hilfsbedürftige und für unverschuldete, notgeratene Menschen, um uns nicht einzuengen, was den Stiftungszweck betrifft, sondern halt möglichst ihn breit zu halten. Ja, und seit 32 Jahren sause ich halt in der Gegend rum und versuche, Gelder zu akquirieren. Das gelingt, es ist bis jetzt ganz gut gelungen. Auch dank der Golfer, die da auch sehr viel spenden und die Stiftung unterstützen. Also uns geht es gut, wir kommen hin. Wir haben mittlerweile so gute 2500 Anträge im Jahr zu beantworten. Also die Stiftung ist größer und größer geworden. Das ist mir an und für sich gar nicht so recht, weil du dann mehr Aufwand brauchst, Personalaufwand und so weiter. Und wir haben das möglichst eng gehalten. Wir haben eine Hauptberufstätige, du kennst ja die Anita Büchling, und dann haben wir noch drei so sporadisch eingesetzte Mitarbeiter, die auch dann hin und wieder zu den Behinderten hinfahren und schauen, ob das auch so ist, denn es ist ja, und gerade bei einer Stiftung ist es ja, du bist ja im Stiftungsgesetz, das ist ja sehr eng gebunden, und in 32 Jahren haben wir noch nicht eine einzige Beanstandung, also das ist schon, also das heißt, dass bei uns sehr sauber gearbeitet wird. Vielleicht noch eine Besonderheit der Stiftung, dass ja jeder, der den Stiftungszweck erfüllt, das ist ja nicht immer der Fall, es gibt ja welche, die wollen ein Hochhaus in Manhattan bauen und wollen ein Geld von der Stiftung. Dafür sind wir nicht zuständig, da müssen sie dann zu einer Bank gehen oder woanders hin. Also jeder, der den Stiftungszweck erfüllt, der wird von der Stiftung unterstützt. Und ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, ist das tatsächlich immer noch so, weil Sie gerade ansprechen auch, dass das immer mehr wächst, dass wirklich jeder Antrag über Ihren Tisch, also Sie besprechen das schon alles selber auch noch durch, oder? Also die abgelehnt werden nicht, also damit befasse ich mich nicht, aber die unterstützt werden, klar, ich muss das ja entscheiden, wie, in welcher Höhe und so weiter und was wir tun, aber tatsächlich ist, dass jeder unterstützt wird, das ist ganz unabhängig davon, wie viel, es gibt natürlich auch manchmal, sage ich einmal, notwendige Gebrauchs- oder Gegenstände, ich sage jetzt einmal ein Behindertenauto, ja, das kostet dann so immer so zwischen 20.000 und 30.000 Euro und da haben wir sehr viele und da können wir nicht jetzt jedem Recht machen und wir haben dann auch einen Verbund, wir haben ein Netzwerk, also wir machen dann das meistens nicht alleine, sondern machen das mit einigen anderen Stiftungen zusammen und da kann dann schon sein, dass einmal ein Fahrzeug oder bleiben wir mal beim Fahrzeug, einfach für uns zu groß ist, eben dann holen wir uns mehrere Stiftungen zusammen und dann funktioniert es. Toll, ist eine schöne Sache für wirklich jedermann und das verbindet, glaube ich, diese zwei, also die Skiklinik und ihre Stiftung, dass es wirklich für jedermann ist. Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage, damit der Herr Beckenbauer und ich nicht in Not geraten, diesen Winter auf der Piste. Herr Dr. Rembeck, ich will von Ihnen ein paar Tipps. Wer muss mehr Liegestützen, wer muss mehr Sit-Ups machen, er oder ich? Ich gehe mal davon aus, Sie, weil, so wie ich einen Franz kenne, der das täglich sowieso macht, über das ganze Jahr. Also ich meine, man muss ja wissen, dass man die Vorbereitung, körperlich fit zu werden, geht ja nicht von heute auf morgen. Da brauchst du auch eine gewisse Zeit, die man jetzt kalkulieren muss. Und wenn man jetzt nochmal für den Winter was aufholen will, weil man jetzt gerade erschreckt ist, dass er so nah vor der Tür steht, da musst du jetzt einfach anfangen, weil du musst mindestens 4 Wochen einkalkulieren. Du musst erst einmal ein bisschen Herz-Kreislauf-Training machen, das ist ja relativ einfach über die diversen Geräte im Studio oder du kannst ein bisschen joggen gehen, solange es nicht geschneit hat, aber das Herz-Kreislauf-System lässt sich ja immer ganz gut trainieren. Du musst ein bisschen Krafttraining machen, da wird es schon schwieriger, weil das ist jetzt nicht für jeden gut, weil manche haben bestimmte körperliche Probleme, wo du nicht alles im Kraftraum trainieren kannst. Da brauchst du dann manchmal schon eine Anleitung, da brauchst du dann schon manchmal Leute, die dich begleiten, ein Krafttraining zu machen. Und bis du dann entsprechend Kraft zugelegt hast, dauert es deutlich länger als wie beim Herz-Kreislauf-Training. Und das Letzte, du musst eine gewisse, sage ich mal, Flexibilität haben, du musst eine gewisse Dehnbarkeit haben. Deswegen ist es immer wichtig, ein kontinuierliches Stretching-Programm zu machen. Wenn du diese Qualitäten alle gut trainierst, dann glaube ich, bist du ganz gut vorbereitet und
dafür gibt es halt im täglichen Leben auch einfache Dinge, wo man solche Übungen machen kann. Wenn ich dann einmal auf der Piste bin, was sind die größten Sicherheitsrisiken, mit denen ich rechnen muss oder wo ich mir das, was ich ja vielleicht ein bisschen vorab mir ins Auge fassen kann, wo ich aufpassen muss als Skifahrer? Ich glaube, also die Vorbereitung haben wir gerade gesprochen, ist natürlich wichtig. Wenn man Kraft hat, kann man natürlich besser reagieren, wie wenn ich einfach keinen Kraft in die Oberschenkel habe. Aber wichtig ist grundsätzlich einfach ein bisschen einfach zu überlegen, mit Übersicht zu fahren, vielleicht bei gerade wenn man zu einer Schwelle kommt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, da könnte eben ein Snowboarder dahinter sitzen. Ich glaube, dass halt jeder einfach ein bisschen besser auf sich aufpassen muss. Und was mir immer sehr gut gefällt in Amerika, ich würde das ja bei uns in Europa auch einführen, da gibt es die Piston Patrol. Und wenn du einfach zu schnell oder zu risikoreich fährst, dann wird dir einfach der Skipass genommen. Und damit kann man natürlich auch viele Verletzungen, Kollisionen vermeiden. Und ich glaube halt jeder, man muss einfach ein bisschen mit Verstand Skifahren und dann hat man auch Spaß. Ich glaube, der Herr König geht dann später nochmal explizit auf das Thema ein. Ich würde jetzt gerne das Wort an den Herrn Dr. Rembeck übergeben. Ich denke, von unserer Seite ist jetzt einmal alles gesagt. Vielen Dank, Herr Beckenbauer. Das ist nett mit einer, das taugt mir. Ja, wunderbar, ja, bitte, gar schön. Ich greife nicht vor, bitte. Du fährst sicher mit Helm. Franz, ja? Mittlerweile ja. Also als so der Helm aufkam, habe ich gesagt, so ein Schmarrn, ich fahre wie der Räderjackel, da brauche ich doch keinen Helm, da die Zipfelmützen reicht doch. Aber dann habe ich mir einen Helm aufgesetzt und dann habe ich erst gemerkt, wie bequem das ist. Das ist viel bequemer als mit der Mützen. Den spürst du überhaupt nicht und nichts verrutscht. Und seitdem fahre ich mit dem Helm. Ich muss ja dazu sagen, die Frau Kinshofer war die erste im Skiweltcup, und zwar war das, danke, 87, die mit Helm gefahren ist. Wirklich die allererste. Und im Slalom, genau. Und fortan ist es dann immer mehr gekommen. Und dann, glaube ich, ein Jahr später war es, ist dann die Skihelmpflicht eingeführt worden. Also wirklich, ich glaube, das hat einmal einen Applaus verdient, weil es ist eine Revolution, was auch noch dazumals gestartet wurde, ist so. Im Slalom und Riesenslalom. Wahnsinn, und heutzutage kann man sich es ohne eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Dr. Rembeck, ich übergebe jetzt Ihnen das Wort, dass Sie vielleicht dann den ersten Referenten ankündigen und wir machen dann noch, glaube ich, ein Foto und dann geht es schon weiter in einen spannenden Nachmittag. Ich übergebe Ihnen jetzt einmal das Mikrofon. Lieber Franz, vielen Dank, jetzt haben wir einiges von dir erfahren. Insbesondere dein früheren und dein gegenwärtigen Fahrstil war ja sehr interessant. Und noch eine Anmerkung, wir haben natürlich hier ein paar Schulterspezialisten. Du hast jetzt noch 2 Stunden Zeit, wenn es dann immer noch nicht ausgeheilt ist, dann können wir dir anbieten, dann dir weiterzuhelfen. Also 2 Stunden kannst du das noch überlegen. Ich würde dann dem Herrn König das Wort erteilen. Der Herr König macht sozusagen den Key-Vortrag, worum sich die ganze Veranstaltung dreht. Und ich freue mich und bin gespannt, was Sie uns zu sagen haben.